Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast Herzgespräche mit Anja und Stefanie. Wir werden uns heute mit den Wurzeln beschäftigen, was mich riesig freut. Und ja, herzlich willkommen, liebe Stefanie. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, hallo Anja, ich freue mich auch. Ja, Stefanie, die Wurzeln, so sei es energetisch oder von den Wildpflanzen, total spannendes Thema, finde ich. Ich liebe die Wurzeln, mit den Wurzeln zu arbeiten. Und wir sind jetzt so im Herbst angekommen und es geht um die Wurzeln, weil die Wurzeln, also von den Wildkräutern graben die Kräuterfrauen und Hexen ja so die Wurzeln über die Wintermonate, und das beginnt im Oktober, weil sich die Kraft der Pflanzen ja in die Wurzeln zurückzieht und sammelt und ja wieder so ja, in die Erdung geht. Ja. Und es ist eine tolle Zeit, sich da wirklich auch nochmal intensiver mit den Wurzeln zu beschäftigen, sei es im Hinblick der Wildpflanzen und Wildkräuter, weil die Wurzeln uns ja auch über den Winter gebracht haben, sei es über die Ernährung, aber auch heilkräftig natürlich. Und ganz spannend finde ich ja auch dieses Verwurzeltsein, also mit meinen Ahnen oder mit meiner Herkunftsfamilie oder wie man es einmal benennen will. Wo stehe ich denn da? Wie bin ich denn verwurzelt? Also ich liebe das, da einzutauchen, weil man doch immer wieder ein bisschen reflektieren kann, ja. Wie geht es mir denn mit meinen eigenen Wurzeln? Ja, ich finde es auch ein spannendes Thema, auch insofern diese Wurzeln ja irgendwie nicht so offensichtlich sind. Ja? Also tatsächlich graben, dass wir die finden, beziehungsweise ja, in die Tiefe gehen. Und das ist ja sowohl jetzt, wie du sagst, bei den Kräutern so, als auch ja bei den Ahnen. Ja? Also wir sind in unserem Alltag mit unserer Familie und den Kindern und den Großeltern vielleicht noch in Kontakt oder den Eltern. Aber ansonsten, wenn wir uns mit den Themen, die uns noch binden oder auch verbinden, beschäftigen möchten, muss man tatsächlich in die Tiefe gehen, ja, und in das, was nicht so offensichtlich ist, sondern das, was dahinter steht und uns trägt schon seit Jahrhunderten und uns auch Kraft gibt, manchmal auch Kraft nimmt. Und von daher ist das tatsächlich wunderbar, jetzt in dieser Zeit in dieses sonst nicht so Sichtbare abzutauchen und sich da mit der unfassbaren Kraft, wo ja da ganz viel drin gespeichert und gebündelt ist, tatsächlich mal zu beschäftigen und das auch zu schätzen und zu achten. Von daher finde ich es auch ein ganz, ganz schönes Thema, auch aus energetischer Sicht natürlich, ne? Ja. Also dieses Abtauchen in die sonst nicht so sichtbaren Bereiche des Lebens, ne? Ja, genau. Ja. Ja, das. Hast du denn Wurzeln, die du ganz besonders liebst oder die du ganz besonders am Herzen liegen jetzt in der Zeit, oder? Ja, es wechselt ab und zu, aber ich liebe tatsächlich den Löwenzahn, der ist ja auch in meinem Logo vertreten, weil ich so meine Geschichte mit dem Löwenzahn auch habe und der mich immer wieder begleitet. Für mich ist der Löwenzahn sehr, ja eben sehr erdend, der wurzelt ja tief und geht dann in die Entfaltung aus der Wurzel heraus und zeigt ja dann seine wunderschönen gelben Blüten, also so dieses Strahlende, das er so in sich trägt. Und wenn dieses Strahlen vorübergeht, also wenn die Reife vorübergeht, geht er in die Pusteblume und hat dann wieder Samen, die er säen darf. Und ich finde das Bild einfach so schön, weil die Wurzel einfach so kräftig ist. Der Löwenzahn kommt ja überall. Also, das heißt, wir haben ja wirklich kräftige Wurzeln, wenn wir uns entscheiden, unsere Wurzeln auch anzunehmen und da vielleicht auch hinzuschauen und ja, eventuell zu heilen. Bei mir hat der Löwenzahn, bei mir ganz persönlich, ich habe ja so Leber-Galle in frühen Jahren Probleme gehabt mit. Also ich habe mittlerweile keine Galle mehr,
Und ich habe gemerkt, dass ich einfach ganz viel Wut immer runtergeschluckt habe. Mhm. Und da war für mich tatsächlich die Löwenzahnwurzel mit diesen Bitterstoffen, also auch wieder Solarplexus, Chakra aktivieren und so weiter, war da sehr unterstützend, dass ich da an diese Themen rankommen bin, damit sich da diese Wut immer nach und nach zeigen durfte. Und bin ich schon seit Jahren dran und ich denke, da ist auch noch, kommt immer wieder mal so eine Schicht wie so Zwiebel. Und ja, da ist für mich der Löwenzahn ganz kräftig. Und für mich dieses Jahr auch die Klette, nochmal die Klettenwurz. Die wächst ja bei euch in den Wäldern da so schön, wie ich bei euch im Frühjahr war, durfte ich ja mal durch eure Wälder gehen, durch diese wunderschönen Esskastanienwälder. Und da ist überall die Klettenwurz, also kommt davor. Und die ist für mich also energetisch, die streift halt alles nochmal so ab, so diese ganzen alten Verhaftungen. Also die reinigt den Körper tatsächlich, ja, die klettet. Also die reinigt den, wenn man mit der eine Kur macht, da kann man wirklich wie eine Art Muskelkater kriegen, weil die so in die Tiefe geht und nochmal so wirklich alte Verhaftungen oder was da so noch im Körper festsitzt, rausbringt und das auch wirklich ja, zur Transformation bringen kann. Also die beiden sind für mich gerade ganz präsent. Was machst du dann mit der Wurzel vom Löwenzahn oder mit der Klettenwurzel? Also den Löwenzahnwurzel liebe ich tatsächlich als Tee, der ist sehr bitter, aber ich gerade dieses Bittere zu genießen und auch wirklich nicht zu süßen, sonst nimmt man schon wieder die Wirkung. Also ich nehme wirklich. Und es ist auch nicht giftig. Also man hört ja immer, nein, Löwenzahn ist auch giftig, ne? Nein. Nein, ja, der ist nicht giftig, aber ich kenne die, ja, diese ganzen Geschichten. ganz im Gegenteil, also man kann ja mit dem Löwenzahn wunderbare Kuren machen, eben weil er so an Lebergalle, also der bei, ja, ich darf ja da immer gar nicht so, also das ist immer so, also es macht jeder in Eigenverantwortung, aber es ist ja so, eben Arthrose, also alles, was so. Also das heißt, man gräbt so, die aus, trocknet die oder ja, genau, kann man die gleich frisch verwenden? Man kann die auch frisch nehmen, also wirklich rausgraben, ein bisschen sauber bürsten und dann kann man die direkt frisch genießen. Man kann die als Tee aufbrühen oder dann auch trocknen. Da muss man ein bisschen behutsamer sein, weil die halt also wirklich fein schneiden und gut luftig auflegen, dass die nicht das Schimmeln oder das Faulen anfangen. Und oder auf einen Faden direkt auf, wie so eine Kette aufspießen, die geschnittenen Scheiben und das dann so zum Trocknen aufhängen, das geht auch ganz gut. Und bei der Klettwurzel auch dann? Auch, ja, genau. Okay. Man könnte auch beide in ein Oxymehl ansetzen, also das ist eine Mischung aus Honig und Essig, 3 Teile Honig, 1 Teil Apfelessig. Dann, das kann man so immer mal einen Löffel einnehmen oder am Salat dran geben und so, das könnte man dann schon wieder mehr zum Kochen annehmen, aber auch gesundheitlich verwenden. Also wem der Tee etwas zu bitter ist, ist das auch ganz eine gute Möglichkeit, weil die Wurzeln halt meistens viele Bitterstoffe haben, also gerade von diesen Pflanzen, die schon tief gehen, ist das auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit. Aber da könntest du ja vielleicht so ein Rezept auch hier wieder online weitergeben oder so. Ja, gerne. Weil ich glaube, das ist für viele ja hilfreich, weil mir wäre das auch ganz fremd, ne? Also ich müsste dann auch so sagen, okay, da lasse ich lieber die Finger von. Ja. Aber wenn ich sowas vielleicht mal nachlesen könnte oder so, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, ne? Ja. Also was mir gerade so einfällt, inwieweit diese Bitterstoffe, die ja dann vielfach anscheinend in den Wurzeln sind, inwieweit wir da den Transfer kriegen auf unsere Ahnen. Ob da vielleicht auch ganz viel Bitteres ist oder wie wir das so sehen können. Ja, unsere Wurzeln haben ja da vielleicht auch viel Bitterkeit oder für viele Leben sind das ja auch zum Teil nicht nur positive Energien, die da weitergegeben wurden. Ne? Ja, mit Sicherheit. Vielleicht auch viele bittere Themen, die da schwingen. Von daher ist das vielleicht tatsächlich übertragbar auch. Ne? Also, ja. Wenn ich so an die Ahnenthemen denke, die ja auf den Aufstellungen uns dann begegnen oder die immer mal wieder in dieser Aufarbeitung wirklich der Vorgeschichte aufploppen beziehungsweise sich dann zeigen, ist das ja durchaus eine Parallele da drin. Ne? Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich auch, dass, also so dieses Bitteres, also dieses Ablehnende, ist also diese Ablehnung drin. Deswegen, ich glaube auch wirklich, wenn man das mal so bewusst genießen kann, oder einfach, was heißt genießen, oder einfach mal so zu schauen, was macht das jetzt mit mir, wenn ich so das Bittere zu mir nehme und so.
ist schon spannend und ich habe ja die Kräuterkunde-Ausbildung, die ich gebe, die hat ja auch dieses Motto mit der Kraft der Natur im Jahreskreis persönlich wachsen. Und ich gehe ja dann immer schon in diese Tiefe, ja, in dieses Verwurzeltsein und in diese Themen. Und eine meiner Teilnehmerinnen kam dann mal am nächsten Tag, also wir haben dann einen Tag da recht intensiv im Wald so mit Meditation so gearbeitet und eine Wurzelverbindung gegangen, und die kam dann ganz aufgelöst, schon eine halbe Stunde eh, und sagt, ihr ist jetzt so klar geworden, dass sie ihre eigenen Wurzeln so ablehnt. Mhm. Also sprich ihre Eltern. Ja. Ja, und dann kam ganz viel Wut hoch, da haben wir dann so gut und wirklich gut die Wut bearbeiten können und da ganz vieles machen können. Und das ist halt so, also das ist so befreiend, ja, dann auch, wenn man erkennt, okay, das ist ja in mir, weil der Rucksack ist ja da. Also den Rucksack trage ich ja mit mir rum, mit dieser ganzen Verbittertheit oder Ablehnung oder Verurteilung oder ja, was da auch immer alles so drin steckt. Mhm. Und dann ist es ja gut, wenn wir drankommen an diese Wurzeln und das dann einmal aussprechen darf und einmal da sein darf, dieses Gefühl und die Wut, und das einfach sich dann aber auch transformieren darf in Dankbarkeit oder vielleicht auch in Annahme oder ja, einfach, ja, dass man einfach so sein darf. Ja. Ja. Ja, also ich erlebe das ja auch in den Aufstellungen häufig, dass so öfter mal dann ja aufkommt, dass man entwurzelt wurde. Ja? Mhm. Also ich jetzt ja nochmal besonders, aber ich denke, deine Generation ist auch nochmal betroffen, dass wir ja alle so ein bisschen im Rucksack und im Gepäck haben, dass wir unsere Großeltern und die dahinter lebenden Ahnen natürlich viele Kriege erlebt haben, viele Auseinandersetzungen und viele Entwurzelungen auch. Ja? Also viele ihr Land hinter sich gelassen haben, mussten, weil sie da nicht mehr leben durften. Und ich glaube, das hat man über viele Jahre einfach unterschätzt, was das für eine Auswirkung hat. Ich erlebe das jetzt häufiger auch in Aufstellungen, auch mit jungen Menschen, die vielleicht aus der Türkei hierher gesiedelt sind oder aus Italien oder aus anderen näheren Ländern, vielleicht Rumänien oder Polen oder so, Russland, dass die tatsächlich, auch wenn die noch nicht mal da geboren wurden, oder gerade weil sie nicht da geboren wurde, hier noch keine Wurzeln finden können und ihre Wurzeln gar nicht kennen und gar nicht wissen, wie sie sich da orientieren können. Ja? Ja. Weil in das eine Land gehören sie nicht, hier gehören sie aber auch nicht hin. Und das macht einen ganz, ganz großen Schmerz. Und das steht einem durchaus im Leben sehr, sehr im Weg. Und ich glaube, da haben viele von uns hier auch sowas im Gepäck, was man unterschätzt, ja, dass man sich nie angekommen fühlt oder nie angenommen fühlt oder auch nie sich wirklich wohlfühlt da, wo man lebt. Ja. Da sind die Wurzeln natürlich unheimlich aussagekräftig, also wo man sich echt Gedanken drum machen muss, Mensch, was sind denn meine Wurzeln überhaupt? Ja. Also ich bin ja auch überzeugt, dass wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, intensiv auch, dass ich mich wirklich damit befriede, ja, also zufrieden komme, dass ich die Wurzeln dann in mir selber habe. Mhm. Ja, also, dass ich irgendwann so bei mir ankomme und sage, ich kann leben, wo immer ich will, weil die Wurzeln sind ja auch in mir. Ich bin gut in mir verwurzelt, stabil in mir verwurzelt, und dieser Schmerz ist einfach nicht mehr da. Ne? Also, das wäre so ein Ziel dabei auch. Ne? Ja. Aber ich glaube einfach, dass das lange unterschätzt wird. Dieses Thema einfach lange überhaupt nicht geachtet oder geschätzt wurde und viele Probleme, sogar gesundheitlicher Art, also auch Krankheiten und alle möglichen Alltagsthematiken wirklich damit oft in Verbindung stehen. Ne? Ja, also darf ich einmal wieder erkennen, tatsächlich an Aufstellungen, wenn sich das dann gerade immer so zeigt, dass es ja sehr oft eben mit den Wurzeln oder mit den Ahnen zu tun hat, dass sich oft Krankheiten manifestieren, die dann da sind. Ja. Ja. Ja, und auch wie man halt da gelebt hat, bei uns gerade da oft kirchlich, oft so kirchliche Prägungen, die da mit reinspielen, ganz, also hatte ich jetzt vor kurzem mit so Gen, also was wirklich weitergehen wird, so mit so Gendefekten und sowas. Also es ist immer sehr spannend, da immer wieder zu sehen, wie weitreichend und weitwirkend das doch ist, wie sich das dann bei uns gerade in unserem Körper vielleicht dann so zeigt. Mhm.
Ja, und vor allen Dingen auch, wie was diese Verbindung mit Mutter Erde uns da auch geben kann. Ne? Also, dass wir tatsächlich eine große Kraft daraus auch nutzen dürfen. Ne? Ich würde jetzt gar nicht sagen ziehen, weil das ist ja schon wieder irgendwie auch nicht so nett. Aber wir dürfen damit in Zusammenhang uns fühlen, uns verbunden fühlen und uns auch gestärkt fühlen dadurch. Ne? Ja. Und ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist. Also ich bin immer ganz scharf darauf, dass wir zwischen Himmel und Erde, also zwischen der kosmischen Energie und der Erdenergie, ganz stabil stehen und nicht abheben, ja, sondern wirklich auch diese Verbundenheit immer wieder spüren und umgekehrt aber auch wissen, am Ende ist unsere Wurzel vielleicht auch im Kosmos, ja, vielleicht ist die nicht jetzt so materiell ausgeprägt, aber wir sind halt spirituelle Wesen, ja, und unsere Verbindung in den Kosmos ist eben auch ganz stark. Aber ich glaube, dieses Spiel macht es ja, zwischen Kosmos und Erde, dieses Verbundensein hier mit der Erde und ganz stark da auch zu stehen und hier das Leben in die Hand zu nehmen, Entscheidungen zu fällen und aber genauso gut sich der Spiritualität hinzugeben und zu wissen, wir sind eben auch geistige oder lichtvolle Wesen, die hier eine Aufgabe haben. Aber wir haben auch dahin unsere Wurzeln, indem sie unsere feinstofflichen Wurzeln. Ne? Und das finde ich immer wieder ganz schön, sich das dann bewusst zu machen, auch in der energetischen Arbeit. Ne? Ja, ich glaube, das ist ganz essentiell. Erst wenn wir uns ja als ganzheitliches Wesen erkennen, können wir ja, oder sind wir in der Lage, die, so denke ich zumindest so aus unserer Sicht, diese Zusammenhänge des Lebens zu begreifen. Ja. Weil das ja so viel mehr gibt als eben ja, der Körper und dass wir jetzt da vielleicht mal ein paar Jahre auf der Erde sein dürfen, sondern es ist ja weiterreichender ja, und anderes, viel tiefgründiger. Hast du jetzt eben ja schon gesagt zu der Pusteblume, ja? Ja. Die hängt ja damit so ein bisschen zusammen für mich, ne? Die sich dann wieder verteilt und wirklich auch die Essenz weitergibt. Also für mich ist ja immer die Reifung nicht unbedingt die nicht nur der reife Apfel, sondern tatsächlich der verschrumpelte Apfel, wo dann im Kern die Reife weitergegeben wird, ja? Genau. Und nicht nur in der knackigen Frucht. Und so ist das ja dann im Prinzip beim Löwenzahn auch, ja? Ja, genau. Ja. Dass ja immer die Essenz weitergegeben wird. Und die ist ja dann für mich die Wurzel im Kosmischen oder im Spirituellen auch sehr. Ne? Ja. Was würdest du denn da jetzt noch so als spezielle Kräuter sehen, die das noch mehr unterstützen können? Auch diese Öffnung zum Geistigen hin oder zum Meditativen oder auf eine neue Metaebene. Also hast du da noch Pflanzen, die dir da so spontan in den Kopf kommen, die da einen unterstützen können oder einen auch vielleicht nochmal ganz individuell in die Kraft bringen können? Ja, also für mich ist so die Verbindung mit dem Kronenchakra oder so in dieses Kosmische zu gehen, ist tatsächlich auch die Kornblume. Das wird jetzt mehr die Blüte, das hat jetzt weniger was mit den Wurzeln zu tun. Der Löwenzahn nach wie vor, da würde ich dann vielleicht mehr mit den Blüten dann schon arbeiten, weil wenn man die trocknet, dann öffnen die sich ja, dann wird es ja so eine ganz Mini-Pusteblume, also das wird dann so die Kerne. Daraus kann man auch Tee machen. Und auch die Brennnessel wieder. Also auch von der Brennnessel kann ich ja jetzt um die Zeit die Wurzeln graben. Die kann ich genauso nehmen, aber trotzdem, die hat für mich wirklich so dieses Erdende und trotzdem die Anbindung. Also wenn man sich ja so überlegt, dass ja an den Brennnesseln diese Schmetterlingsraupen ganz viel sind und da wieder sinnbildlich, man geht in diese, also von der Raupe dann in das Verpuppen und dann fliegt man ja, also dann bekommt man die Flügel und man fliegt, das finde ich, also hat die Brennnessel wirklich auch so, also die würde ich ja so zur Öffnung. Ich glaube schon, dass das so sehr, wenn man oben die Triebspitzen so anschaut, die öffnen sich ja auch so schön. Ja. Genau, das wäre, die wären jetzt für mich so ganz. Was ich da auch noch ein spannendes Bild zu finden. Also das finde ich toll, wenn man da so komplexer auch drauf guckt, wie du das sagst mit der Kornblume. Also wenn ich mir die Blüte vorstelle, kriege ich da direkt eine Empfindung auch zu. Ne? Ich glaube, das können wir alles noch ein bisschen komplexer sehen, wie vielleicht auch jede Blüte ihre Wurzeln oder jede Pflanze ihre Wurzeln hat, aber eben auch ihre Blüte. Ne? Also im Prinzip ist es ja immer eine Verbindung von den beiden energetischen Phänomenen. Ne? Ja. Und was ich auch noch schön finde, ist, sich vorzustellen, zum Beispiel, wie das bei den Bäumen ist, ja, dass die ja tief verwurzelt sind, nochmal stärker stehen, weil einfach diese Stabilität auch gegeben sein muss
Und da ja auch ein riesen, denke ich mal, weltweites Netzsystem der Bäume über die Wurzeln lebt, ja, oh ja. Diese Verbundenheit da ist. Und ich denke, das steht ja auch wieder für uns Menschen so, ja. Also wir haben zwar unsere Verwurzelung, aber wir sind eben auch vernetzt mit allem, ja. Wir können uns gar nicht abtrennen und das ist auch gut so, ja. Also das, wir sind einfach mit allem immer in Verbindung und dieses Bewusstsein dafür zu haben, das zeigt uns die Natur ja da auch immer wieder so, ne? Ja. Dass wir nicht nur so Einzelwesen sind, sondern tatsächlich diese Wurzeln brauchen, aber auch diese Verbindung ins Licht und da wahrscheinlich erst richtig blühen können oder entfalten können, dann, oder entfalten, wenn wir das haben. Ja, ja, genau. Ja. Ja, da ist für mich die Esche so ganz präsent. Ja. Okay. Ja. Also mit der Öffnung vor allem, also die hat so ganz viel Lichtvolles, finde ich. Ja. Und ist und. Und was da, also das finde ich jetzt gerade so spannend, kommt mir jetzt gerade, weil du das ja erzählt hast, mit dem, wie wir vernetzt sind, dieses Eschensterben, was wir so haben, ist, die sterben immer weiter, weil die trauern um ihre Brüder und Schwestern, die da einfach dann abgemacht werden, weil die halt am Vergehen sind, aber eigentlich bräuchten die einen viel längeren Sterbeprozess und die Eschen gehen da in so eine Trauer und dann geht da immer wieder eine hinterher. Ah ja, und okay. Das finde ich auch so spannend, dass das so, also wie sich das jetzt gerade so, die Parallelen, die sich da jetzt gerade so zeigen. Ja, ja, und ich glaube, da so ein Gefühl für zu kriegen, das täte oder das würde für viele Menschen große Heilung bedeuten. Ne? Ja. Also, dass man sich nicht so abgetrennt fühlt. Ich schicke ja im Moment die Leute immer massenweise in den Wald. Ja. Gerade in unserer Situation jetzt gerade, wo wir mit Corona ein bisschen gefordert sind, ne? Und auch mit den Spaltungen in der Gesellschaft so überfordert sind, da schicke ich die Menschen immer in die Natur, in die Bäume oder zu den Bäumen, um diese Verbundenheit wieder fühlen zu können oder zumindest mal so ein kleines Türchen zu öffnen, dass man sich wieder eingebunden fühlt, nicht abgespalten, nicht abgetrennt, sondern wieder auch fühlt, dass wir alle verbunden sind und dass es gar nicht anders geht. Das ist Leben, ne? Und wir nur leben können, wenn wir diese Verbundenheit auch zulassen und auch wirklich kräftigen oder unterstützen wieder. Ne? Ja. Also ich glaube, dass ist sehr heilsam, wenn man das von der Natur aufnehmen können. Also die Natur hat den Vorteil, auch gerade wenn du in Wälder gehst oder ich wohne ja hier auch nah am Wald, dass du da immer wieder spürst, dass unsere belastenden menschlichen Gedankenfelder da einfach nicht stattfinden. Nein. Die Natur hat eine ganz eigene Aura, ja. Ja. Und ich habe das letztens so gesagt, die Natur nimmt einen da so auf, ja. Also man muss tun, man muss da einfach nur hingehen. Ja. Also das ist nicht was, dass man sich planen muss, strukturieren muss und mir wieder irgendwie vornehmen muss, was ich da alles erreichen muss und welche Leistung ich bringen muss, sondern man darf einfach nur sein. Genau. Und das ist so das, was die Natur einem da, glaube ich, einfach gibt, einfach da ist. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist für viele gerade ganz erholsam. Das kann ich nur jedem immer wieder den Tipp geben. Also ich finde es toll, wenn man sich so einzelne Bäume sogar aussucht, die einem gut tut. Also ich liebe ja Rotbuchen, ja, oder, die findet man halt nicht so häufig. Wir haben hier zum Glück welche im Dorf. Und ich liebe das, ja. Also genau wie ich dann auch aus der Natur natürlich die Greifvögel sehr mich denen verbunden fühle oder so. Und ich verbinde mich dann auch tatsächlich damit. Und das ist einfach kann man gar nicht beschreiben. Einfach ein ganz tolles Gefühl, wenn man das so hinbekommt, sich da hinzugeben oder da reinzugeben. Ne? Ja. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sich so seine Spezialität, du vielleicht nochmal mit den Kräutern, nochmal ein anderer Aspekt dabei, seine Spezialblumen oder Blüten oder Kräuter findet, die einen da unterstützen können. Ne? Ja. Ja, und die hat definitiv jeder. Ich glaube, wenn man so in der Umgebung schaut oder man hatte dann einen besonderen Bezug, vielleicht zu einem gewissen Baum oder zu einer Pflanze, die im Garten wächst oder die man einfach, die einem am Wegesrand speziell auffällt. Und da kann man wirklich, wenn man da in die Verbindung geht, das ist sehr kräftigend und kann da ganz viel öffnen. Also ich finde immer, also meine, wenn ich so ganz alleine in der Natur unterwegs bin, da ist ja, kommt, also das ist ja, es nimmt ja so vieles aus dem Alltag weg. Und es ist ja so vieles frei und dann darf das einfach fließen und es darf einfach so
Einfach sein. So Downloads, ne? So einfach sein, ja genau. Da kommt dann einfach das, was so gar nicht möglich ist, durchzukommen, weil es immer man eben zu viel mit den Gedanken oder mit Strukturen zu tun hat, wie man dann wieder so dann seinen Tag bewältigt. Ja. Und wenn man sich da doch immer mal so eine halbe Stunde oder Stunde am Tag nehmen kann und rausgehen kann, ist das, glaube ich, sehr befreiend. Heilsam, ne? Ja, ja, heilsam. Aber du hast ja hier bei uns den Kurs gemacht, der wunderbar war, wo wir so Tinkturen hergestellt haben und lecker zusammen gegessen haben und du uns die Kräuter näher gebracht hast, ja, die hier alle so wachsen. Und jetzt machst du ja im Herbst nochmal einen Kurs zu den Wurzeln. Was hast du dir denn dafür vorgenommen? Hast du da schon eine Idee zu, wie du das so, also was du hauptsächlich machen möchtest, auch an Tinkturen oder auch an Infos. Hast du da noch ein paar Infos zu? Ja, gern. Also das wird ja Mitte November sein, vom, ich glaube, 12. bis 14. November bei dir in Weisenheim. Und also wir werden auf jeden Fall viel in Verbindung mit, in das Verwurzeln gehen mit Mutter Erde. Jeder wird seine Pflanze entdecken, finden, also einfach mit der er dann mehr arbeiten möchte. Ich bin Salben-Fan. Ich denke, wir werden Salben herstellen. Ich finde das auch sehr kraftvoll, gerade die Wurzeln dann nochmal so einzubringen. Eventuell auch Tinkturen. Manche Wurzeln kann man nämlich tatsächlich oder sind besser löslich in Alkohol, zum Beispiel eben der Blutwurz, der, wenn man ihn weiterverarbeiten will, braucht man Alkohol. Also da gibt es dann so ein bisschen Nuancen, dass man schaut, wie kann man es wirklich verarbeiten. Mhm. Aber natürlich auch kochen damit. Also leckere Wurzelrezepte. Und da ist halt dann auch mal, wir haben ja eben, wenn wir bei euch den Garten angelegt haben, mit dem immunstärkenden Garten, so ein bisschen nach Permakultur und so, wir haben ja Meerrettich und solche Sachen gepflanzt. Die haben jetzt dann natürlich Hochzeit im Herbst. Oder die Brennnessel auch nochmal anders zu verarbeiten. Also wir werden auf jeden Fall viel in die Erden gehen, viel mit den Wurzeln arbeiten, aber auch schauen, Mensch, was wachsen denn noch im Oktober, November, Dezember tatsächlich für Wildkräuter, die wir jetzt dann auch noch ernten können und essen. Mhm. Oder auch für die Hausapotheke. Da ist nämlich doch immer noch der Tisch sehr reichlich gedeckt aus der Natur. Und ja, wir werden auf jeden Fall auch wieder in den tollen Wald gehen, denke ich. Der ist ja so schön auch bei euch. Ja. Ja. Ja, schön. Dann wird das ein toller Kurs. Dann bin ich gespannt. Meldet euch schnell an. Ja. Ja. Ja, wäre ja schön, wenn da viele Menschen Interesse dran haben oder auch sich damit beschäftigen wollen. Ne? Ja, da freue ich mich ja tatsächlich. Also ich freue mich wirklich sehr drauf, weil Wurzeln da wirklich so ein Thema sind, die sich so wirklich einsinken kann. Ich liebe das, mit den Wurzeln zu arbeiten. Ja. Und meine Trommel wird dabei sein. Ich habe meine schamanische Trommel. Da ist ja der Wölkenbaum drauf. Und für mich hat die schon, also ich finde, die bringt immer nochmal, die kann es ganz tief nochmal so, oder das nochmal verstärken. Wir kommen so auch tief in die Erdung. Aber ich finde, die Klänge der Trommel, die tragen dann nochmal so schön in die Tiefe rein. Ja. Immer ganz schön. Super. Genau. Ja, schön. Und dann haben wir ja schon so als nächstes Thema nochmal tiefer gehen, beziehungsweise nochmal weiter in die Tiefe verschwinden und zwar uns mit dem Tod beschäftigen, was ja durchaus eine sehr positive, ein positiver Aspekt ist vom Leben, finde ich. Und der ist es auf jeden Fall wert, von den verschiedensten Seiten immer mal wieder beleuchtet zu werden. Von daher, glaube ich, haben wir Themen, die immer genau zur Jahreszeit passen und die da die Leute vielleicht auch gut begleiten können. Genau, also freue ich mich auch sehr auf das Thema Tod, weil es ja doch auch so den Kreislauf des Jahres immer wieder gibt und wir ja selber dann irgendwann am Lebensende in den Tod wieder übergehen. Aber du hast das ja eben schon so schön gesagt vom Schmetterling, ne? Ja. Also, dass wir da vielleicht auch so einen Blick drauf werfen können, dass wir oder was der Tod überhaupt ist, ne? Genau. So mal zu gucken, ob der so endgültig ist, wie wir uns das immer vorstellen. Ja. Oder ob das vielleicht doch eine große Belastung aus unserer Religion ist, die uns da vorschwebt und die uns da irgendwie so was Schwarzes sehen lässt. Ja. Genau. Also da kriegt man ja vielleicht auch eine andere Perspektive mal zu. Ja, tolles Thema, genau. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf das Wochenende bei dir und freue mich auf den nächsten Teil, auf den nächsten Podcast. Und ja, und ich bin gespannt, was die Wurzeln uns noch so alles geben können und
Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen mehr auf die Wurzeln schauen. Also ich schaue ja so energetisch sowieso schon viel auf Wurzeln. Ja. Und aber vielleicht ist es ja auch nochmal wert, dann auf jeden Fall in deinem Kurs oder auch so selber nochmal zu gucken, die Angst vor den Wurzeln zu kriegen, ja. dass sie mich vergiften können. Dass sie genau. vielleicht ja auch noch ihre Bitterkeit ein bisschen für mein Leben nutzen. Und da bin ich gespannt, was ich da noch so finde. Ja. Ja. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche zu spannenden Themen. Auf jeden Fall beim nächsten Mal der Tod. Genau. Vielen lieben Dank dir und ich wünsche allen eine wunderschöne Zeit bis dahin. Ich danke dir auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.